Der erste Moment, wenn man hört, das war ein Weltrekord, ist erstmal sprachlos und erstmal so eine gewisse Unsicherheit. Bin ich auch wirklich damit gemeint? Das ist nicht irgendwie ein Fehler oder ein Messfehler. Man will ja sich sicher gehen, dass man auch wirklich das gemacht hat. Ja, und danach ist natürlich einfach nur pure Freude. Die schönsten Momente beim Schwimmen sind, wenn du einfach deine Position hältst, wenn du einen Zug machst und die Spannung hältst und merkst, ja, ich komme gut voran. Das ist so eine gewisse Leichtigkeit, die du hast. Tatsächlich, wenn du schnell schwimmst, dann fühlt sich das eigentlich gar nicht so schwer an, wie du das manchmal aus dem Training kennst, sondern das ist so eine ganz geschmeidige und leichte Bewegung im Wasser mit ganz viel Spannung, aber auch mit einem ganz guten Vortrieb. Mein Name ist Elena Kravtsov, ich bin paralympische Schwimmerin. Ich bin Weltmeisterin und mehrfache Europameisterin. Auf dem Siegertreppchen zu stehen, ist natürlich ein wundervolles Gefühl. Du stehst da und du weißt, wofür du dich all die Jahre gequält hast oder ja, dir so viel Mühe gegeben hast. Und da merkst du halt, ja, das macht sich tatsächlich bezahlt. Die Firma Binder stellt Gegenstromanlagen her und ich bin ja selber auch sehr viel im Wasser und deswegen passt das irgendwie zusammen. Es ist eine schön gleichmäßige Strömung und tatsächlich hatte ich auch das Gefühl, ich muss ein bisschen mehr Körperspannung halten als jetzt zum Beispiel, wenn ich ganz normal im Becken schwimme. Und ja, da muss man auf jeden Fall ganz schön mitarbeiten. Ich denke, dass man als Leistungssportler auch gut mit der Gegenstromanlage arbeiten kann. Gerade weil dieser Aspekt mit der Körperspannung so wichtig ist. Das brauchen wir ja auch als Profischwimmer ganz wichtig unbedingt. Und ich denke, was die Technikanalyse betrifft oder die Zugzahloptimierung, ist so eine Anlage natürlich top.